selektives Drucken für mehr Nachhaltigkeit. Was bedeutet, wir wollen nur das drucken, was wirklich benötigt wird. Das ist natürlich für einen Drucker schlecht, wenn der sagt, wir wollen weniger drucken oder nur noch das, was benötigt wird. Man führt sich da selber ein bisschen ad absurdum. Aber eigentlich ist es so, wir möchten dem Druckprodukt einen Mehrwert geben. Wir sind hier bei der ESSA Print Solutions an unserem Standort hier. Wir haben in der ESSA Gruppe zwei Standorte. Gegründet wurde die Firma 1905 schon, also ein sehr, sehr alteingesessenes, ganz traditionsreiches Unternehmen. Buchdruck, Offsetdruck. 2001 haben wir die Firma dann übernommen mit 15 Mitarbeitern, haben dann auf der grünen Wiese gebaut, haben in den Digitaldruck investiert, haben das immer weiter ausgebaut, waren immer auf Wachstumskurs. Im Jahr 2019 die Firma Walter Digital übernommen, im Jahr 2020 die Firma Bosch Druck und haben so quasi den Wachstumskurs immer vorangetrieben. Bei uns war die Schwierigkeit, dass wir hier am Standort nicht wachsen können. Wir sind hier sehr limitiert. Sie sehen es, wir platzen aus allen Nähten. Es ist hier super eng, man kann hier nicht umfallen. Es ist sehr schwierig, was den Warenfluss angeht. Also hier noch mehr Maschinen oder Menschen reinzustecken, das wäre fatal. Deswegen ist für uns die einzige Möglichkeit zu wachsen tatsächlich an anderen Standorten. Hier zum Beispiel in Bretten haben wir als Fokus Rückenstichheftung von Rolle und Bogen. In Ergolding haben wir den Fokus eher auf Klebebindung von Rolle und Bogen. Und ich glaube, so ist es sehr wichtig, ein USP zu haben, wirklich zu gucken, wo ist der Schwerpunkt. Natürlich bekommt man mit jeder Übernahme Kunden dazu, Maschinen dazu, vor allem aber Know-how dazu. Ich glaube, man muss sich heute sehr spezialisieren und einfach auch trotz alledem in die Breite aufstellen. Und das gelingt uns wirklich durch die Übernahmen ganz gut. Unser Ziel ist immer, mehr als nur den Druck zu verkaufen. Wir versuchen immer so, ganze Solutions um den Druck herum zu verkaufen, den Kunden ganz nah an uns zu binden, an die Systeme ran zu programmieren. Das Schöne bei uns ist, wir lassen uns immer ganz auf einen Kunden ein. Wir versuchen nicht, dass der Kunde sich verbiegt, sondern wir verbiegen uns. Wir versuchen das wirklich dann uns so zu organisieren, dass es für den Kunden passt. Man bekommt nicht von jedem Kunden dieselben Daten, dieselben Anforderungen. Und das ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend. Es ist natürlich nicht einfacher geworden. Ja? Die Ansprüche der Kunden werden höher. Und ich denke, als Unternehmen hebt man sich von der Konkurrenz ab, indem man einfach wirklich die Termine hält und die Qualität liefert und immer wieder versucht, sich zu verbessern. Um das zu erreichen, ist natürlich auch wichtig, die Produktionsmittel, die man einsetzt, dass die einem diese Möglichkeit geben. Ja, die Herausforderung ist, dass man auf die Anforderungen im Markt ganz schnell reagieren kann. Es war für uns natürlich auch nicht einfach, dann 2012 zu sagen, wir gehen nur noch in den Digitaldruck und wir verkaufen die Offset-Maschinen. Weil du weißt ja auch nicht, wie nimmt der Markt dich wahr. Denkt der Markt, du bist ein Copyshop oder vielleicht sollte man auch mit seinen Wurzeln nicht brechen oder vielleicht können die Technologien nur miteinander leben. Das wussten wir ja alles nicht und es gehört einfach auch eine Riesenmenge Mut dazu. Die größte Herausforderung für uns ist natürlich, dass der Betrieb möglichst reibungslos läuft, keine Störungen, alle Aufträge sauber durchlaufen, so dass wir optimal planen können und den Kunden natürlich hervorragend bedienen, was Qualität und die Terminschiene angeht. Wir streben immer an, dass wir in unserem Bereich Technologieführerschaft haben. Das bedeutet, wir gucken bei jedem Hersteller, was sind die Sahnehäubchen und die picken wir uns heraus. Wir müssen flexibel sein, wir müssen uns ganz schnell auf neue Herausforderungen einstellen. Und das müssen wir mit unseren Maschinen können. Unsere Maschinen müssen flexibel sein. Ja, da kann ich nicht viel Zeit haben, um umzustellen, um Rüstzeiten zu haben. Das muss einfach alles ganz, ganz schnell gehen. Also wenn ich mich an meine Ausbildung zurückerinnere, ja, da waren die Maschinen recht manuell. Jeder Handgriff war manuell. Ja, da war nichts automatisiert. Und mittlerweile ja, ist fast Standard, ja, diese Automatisierung.
Natürlich ist in erster Linie der Mensch wichtig, ja, mit seinen Erfahrungen und die Ressourcen, die er hat, das Wissen letztendlich. Es bringt ja nichts, tolle Kunden zu haben und tolle Maschinen und keine Mitarbeiter, die das dann nutzen können, das Potenzial, das ist ganz klar. Da sind wir auch in einer glücklichen Situation, wirklich sehr motivierte Mitarbeiter zu haben. Und letztendlich sind wir als Firma Esser Print Solution eigentlich immer bemüht, Technologieführer zu sein, also nicht hinterherzulaufen, sondern wirklich immer die neueste Technologie zu haben. Es geht in der Druckvorstufe los, über den Druck in der Weiterverarbeitung. Man muss sich der Herausforderung des Marktes stellen und da brauche ich Anlagen, die entsprechende Uptime haben, also Verfügbarkeit haben, die schnell sind, die eine hohe Qualität haben, Produktivität und letztlich auch die Konnektivität, um sie in dem gesamten System bei uns einzubinden. Die meisten Kollegen können nicht nur eine Maschine, die können mehrere Maschinen bedienen. Und da sind wir relativ flexibel. Falls die eine Maschine mehr ausgelastet ist, können wir auf der Maschine auf zwei Schichten hochfahren und auf der anderen Maschine runterfahren auf eine Schicht. Und das ist das Wichtige, dass unsere Fachkräfte nicht nur eine Maschine bedienen und einstellen können, sondern wirklich flexibel einsetzbar sind auf andere Maschinen auch. Und das macht uns auch hier so ziemlich stark. Ganz aktuell haben wir im Bereich der Rückstichheftung die Anforderung bekommen, dass wir für den Kunden eine 100%-Kontrolle machen müssen, sodass also sichergestellt ist, dass in der Ware, die wir ausliefern, keine Fehlteile drin sind oder falsche Teile. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt für uns gewesen. Und mit diesem Gedanken bin ich an den Markt gegangen. Was gibt es für Hersteller? Ein anderer Punkt ist dann mit Blick auf die Produktionskapazität und die Termintreue, welche Geschwindigkeiten kann ich erreichen mit neuen Anlagen? Ja? Und wir haben jetzt, sagen wir mal, im Bereich der Rückstichheftung haben wir die Investition getätigt, was den Mark 5 angeht. Und da muss ich sagen, diese Anlage erfüllt tatsächlich alle Anforderungen, die ich habe. Die größte Problematik, ja, ist dieser Zeitdruck oder dieses kurze Zeitfenster, wo wir haben. Es kommt immer darauf an, wie viele Arbeitsschritte stecken dahinter. Manchmal ist es relativ einfach, wenn es nur ein Arbeitsschritt ist. Kann sich aber auch über mehrere Arbeitsschritte erstrecken. Klar, dann wird es etwas eng, aber letztendlich schaffen wir doch die kurzfristigen Termine einzuhalten. Menschen machen mit Menschen Geschäfte, das ist immer ganz wichtig. Ich würde aber nicht ausschließen, ich würde auch von jemandem was kaufen, wenn ich den Verkäufer nicht mag, wenn die Technologie gut ist. Natürlich ist es die Perfektion, wenn die Menschen passen und die Maschine passt und das Zusammenarbeiten passt. Das ist für uns ganz wichtig, vertrauensvoll und wertschätzend mit anderen umzugehen, ob das Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter sind. Das zeichnet uns, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Die heißt selektives Drucken für mehr Nachhaltigkeit. Was bedeutet, wir wollen nur das drucken, was wirklich benötigt wird. Das ist natürlich für einen Drucker schlecht, wenn der sagt, wir wollen weniger drucken oder nur noch das, was benötigt wird. Man führt sich da selber ein bisschen ad absurdum. Aber eigentlich ist es so, wir möchten dem Druckprodukt einen Mehrwert geben. Wir möchten mehr Relevanz für das Druckprodukt. Wir möchten keine Sachen produzieren, die direkt vom Briefkasten in den Mülleimer gehen. Und von daher glaube ich, dass durch die Papierknappheit, die wir aktuell haben, unsere Vision aktueller ist als jemals zuvor. Und ich denke, nicht die Masse macht, sondern die Intelligenz in einem Druckprodukt. Und ich glaube, wenn man Druckprodukte intelligent macht, dann werden die auch weiter bestehen. Meiner Meinung nach wird Masse aussterben, Masse für einen Mülleimer wird nicht mehr gebraucht. Das ist auch nicht mehr ökologisch, nicht mehr nachhaltig. Aber ich glaube, so in den kleineren Bereichen wird es Print nach wie vor geben. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich glaube, wir sind in der richtigen Branche, im richtigen Segment und es ist herausfordernd, aber auch sehr schön natürlich.